Aktuell machen wir eine Testphase, weil ich mich dazu entschlossen habe, die Männer erstmal gänzlich aus unserem Service zu streichen. Die härtesten Bemerkungen waren wirklich, wir Frauen doch einfach alle lesbisch werden sollen, die Flüchtlinge auf dem Weg hierher am besten ertrinken sollen. Zu mir, ja, für die Hose brauchst du ja wohl einen Waffenschein. Ich habe mich selbstständig gemacht mit meiner Schwester zusammen. Unsere neuen Richtlinien haben wir uns überlegt, dass an erster Stelle natürlich kommt, dass wir keinen Platz für Diskriminierungen haben. Obwohl ich sehr selbstbewusst bin, hatte ich schon öfters mal Momente, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Ich muss auch immer hier meine Tür abschließen. Weil ich halt einfach wirklich öfters Situationen hatte, wo ich einfach Äußerungen von Männern ja ertragen musste, sage ich einfach mal. Also ich komme damit nicht klar, ganz einfach. Will ich auch nicht. Ja, wenn ich anrufe und erfahre, dass nur noch Termine für Frauen vergeben werden, mich persönlich betrifft das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde Diskriminierung in alle Richtungen auf jeden Fall verkehrt. Wir wollen gar keinen ausschließen. Wir wollen hier wirklich nur einen Safe Space kreieren. Und wir dürfen uns aussuchen, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht. It's completely fair enough and genuine to have concerns over whose hair you cut based on previous experiences. There's plenty of other places I can get my hair cut.